Tilo hat Real Talk bei einer Baustelle gepennt und war ein Junkie früher im Ernst. Traurig so fast. Sorry, Bro. Ey, wir machen lustig weiter. Und was mich am meisten schockiert hat, dass gewisse Menschen mit großer Reichweite sich nicht mal zu allem äußerten, als eine Pflicht debattiert wurde und sie Kinder spritzen. Das Ding ist, sie haben Kinder gespritzt. Die haben Kinder genommen, in die Spritze gepackt und sie, die haben die ein Kind reingespritzt. Was? Der war mir jetzt zu hoch. Ja, ist okay. Ey, wie ihr schon seht, ich mach das mal größer, reacten wir auf, ach scheiße. Reacten wir auf. Ich hab meine Shortcuts hier noch nicht safe. Skogan, eure Stars. Habe ich letztens nur einen Teaser gesehen, von wegen, dass da irgendwie ein Interpret namens Skogan mit Eure Stars einen Song released hat. Mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Ich schon, ich habe ihn schon gehört. Sie hat ihn schon gehört und ist vorbelastet. Ja, 6000 Aufrufe, 665 Likes laut YouTube. Keine Ahnung, ich würde mal sagen, wir legen los. Ich weiß nicht, ob wir dieses Video auf YouTube am Ende releasen können. In that case, no more pussy for you. Yes! Martial Arts! Wer ist ein Gott, der Gott geboren? Wer ist ein Berserker geworden? Müsst mich ständig testen, wer der Stärkste ist im Norden. Jetzt bin ich abgefuckt, denn 22 Werte sind verloren. Doch bei euch die Verse um die Ohren. Macht Spaß, ne? Masken, ja, die Herde wurde geschoren. Und ich trage ein Schwert in meinem Wort. Wo sind denn Deutsch-Rap-Stars? Keine Statements zu der Lage. Corona drauf geschissen, euer Fake-Rap ist eine Plage. Ich bin raus. Ich höre mir keine Lieder von euch an. Wenn ich eure Lieder höre, man, dann widert das mich an. Na? Nicht mal eine Meinung, nicht mal was ihr denkt. Und wenn Odin mich jetzt hört, bitte nehm ihn an die Fans. Da hat jemand seine Oldschool-Hausaufgaben gemacht. Meinung, nicht mal was ihr denkt. Und wenn Odin mich jetzt hört, bitte nehm ihn an die Fans. Eure Stars sind alles Pussys und noch leckerer als Kylie. Streik weiter wie Kyrie. High Five gibt's für Timey. Wie wenig Anstand muss man haben? Seit dem Anfang dieser Tage habt ihr Angst vor ein paar Fragen. Doch ist schon gut, denn die Karriere, die muss laufen. Die Barrieren sind da draußen und der YouTube-Channel läuft. Ihr seid alles kleine Lichter und noch giftiger als Mambas. Nicht mal als die Kinderspitzen influenzt ihr danach an das. Respekt ist weg, viele Grüße gehen am Westernhagen. Hab alle Platten weggeworfen in den letzten Tagen. Hab deine Lieder alle einfach so vergessen, weil du Freiheit jetzt verwechselst mit einem Einstich, der nur Dreck bringt. So ist das Leben, bück dich, willst du Geld. Und passt du nicht, dann reißt man dich in Stücke, wenn du bellst. Glücklich ist die Welt in einem Gerüst, das bald zerfällt. Jeder will nur hoch, doch unterdrücken sich nur selbst. Eure Stars sind alles Heuchler, wenn ich ehrlich bin. Kann ich Borussia schauen, wo sind denn eure Werte hin? Eure Stars sind alles Heuchler, wenn sie ehrlich sind. Scheiß mal auf Fußball, ich will dahin, wo noch Stärke ist. Man konnte die Situation ja nicht einschätzen. Man musste ja dem Staat vertrauen und den Medien. Und die Pharma. Ich mag so die, wie man das sagen, diese Ausdrucksstärke, die er so hat. Hm. Ja, es ist halt geiler Oldschool-Shit. Ja. Das ist halt 100% auch mein Geschmack. Der hat meinen Geschmacksknochen gekitzelt, deswegen feiere ich schon mal das ganze Soundbild so viel sicher. Bin ja auch Fire 36 Chambers, Wu-Tang sowieso. Dementsprechend hat mich das auf jeden Fall sehr hart abgeholt. Und ja, er rappt halt nicht wie eine Öse. Ich hatte noch nie so Skandale gehabt. Setz deine Maske auf. Halte Abstand. Boah, ihr kotzt mich an. Eure Stars sind alles Zecken und so wichtig fürs System. Wenn selbst der Olli Pocher spritzt, dann ist es richtig, weil ich seh. Eure Kiddies machen mit, denn nein, die wissen nicht, was geht. Gucken lieber diesen Rappern zu, wie's Kämpfen richtig geht. Das ist auch so geil, diese ganzen Sea-Hater-Rapper, sag ich jetzt einfach mal pauschal, wie die auch einfach ganz geil den Populismus abgreifen und in deren Texten verarbeiten. Weißt du, was ich meine? Ja, macht ja sonst keiner. Die anderen machen ja halt, also. Naja, das ist halt das Ding, es machen ja doch schon irgendwie alle. Die Sea-Hater-Rapper. Ja, sag ich ja. Macht ja sonst keiner, nur diese Leute. Aber das sind ja auch diese Leute. Das sind dann diese Leute, die dann gehört werden von einer Sparte. Ja, genau. Das ist halt ein, man kann da fast schon sagen, eine neue Musikrichtung, die sich da in
im deutschsprachigen Raum breit macht, versucht sich breit zu machen, weil die müssen mehr oder weniger alternativ stattfinden, aufgrund von Zensur-Shit. Eine neue Musikrichtung vielleicht nicht, aber einfach ein... Also nicht Richtung, aber das ist halt eine... Es ist nicht sozialkritisch, weißt du, was ich meine? Das von Keanu war sozialkritisch. Das Video von vor 3 Tagen, was wir gemacht haben. Check es aus. das war sozialkritisch, weißt du, was ich meine? Wenn das ein Hip-Hop-Hörer hört, dann denkt er, boah, das ist ja sozialkritisch. Das ist konkreter. Okay, verstehe. Da werden Themen angesprochen, sowas wie Pocher. Ja, ja, ja. Ich sag nicht mehr, nicht, dass der Anzeigen raushaut. diese Lappigkeit. Von Menschen, nicht von spezifischen Lappen. Naja, auf jeden Fall finde ich das sehr interessant. Das ist einfach. Dadurch hast du auch Stoff für Lyrics, ne? Natürlich. Du kannst ganze Alben filmen mit den ganzen, ich sag jetzt mal, salopp Populismus, der in der alternativen Medienszene stattfindet. Wie man das wertet, sei dahingestellt, aber wenn dann so ein nicer Song dabei rauskommt, finde ich cool. Ja. Habe ich kein Problem mit. Der Benzer, den sie fahren, der kommt vom Picken von dem Schnee. Und deutsche Rapperinnen sind Fan, weil nur die Titten sind, was zählt. Alles, was sie ihnen vermitteln, es ist wichtig. Meint der deutsche Rapper oder deutsche Rapperinnen? Rapperinnen. Na, ist das so? Ist es jetzt genderspezifisch angesprochen? Machen wir mal zurück. Schwierig, kann ich nicht mehr einschätzen. Ich mag auch sein Lowrider-Bike und diesen Honda? Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung von Fahrzeugen, um ehrlich zu sein. Das ist kein Honda, natürlich nicht. Was ist das? Ach, irgendein Oldschool-Ding. Also, hä, aber könnte Honda sein, ne? Nein, gleich kommen wieder irgendwelche Internet-Junkies. Oh, ich habe keine Ahnung, weißt du, hier. Nur noch Elend in den Charts, was geht ab? Im Rappenlicht stehen abhängige Bitches. Und dann fragt euch, warum ist diese Jugend so sexistisch? Nur noch Dreck in diesem Mainstream, nur noch Dreck in diesen Charts. Und gibt es einen Scheck? Ja, dann lecken sie auch. Nein, ich geb euch nicht die Schuld, ihr seid gewollt da oben. So werden Schichten in einem Volk erzogen. Wir wollen Erfolg und Drogen. Und die Massen sind bedehnt. Blicke sind verschwommen und ihr klatscht doch noch für See. Was wir Deutschen jetzt bald sehen in Katar, wurde bar und zwar mit ein paar Leben bezahlt. Doch sie posten weiter Stories über Liebesglück. Warum postet niemand, dass Deutschland hier Pädophile schützt? Unsere Jugend ist begeistert von dem Blocklife. Sag mir, Bruder, wäre es nicht viel besser, wär dein Kopf frei. Keine Werte, kein Verstand, keine Ehre für sein Land. Irgendwann müsst ihr verstehen, ihre Lehren machen krank. Und dann sind wir mal gespannt, ob wir euch dann wieder kniend mit den Regenbogenbinden am Arm sehen. In einem der Länder, wo Menschenrechte nichts wert sind. Was seid ihr wert? Für was steht ihr? Die, immer dieses Whataboutism. Ja. Du kannst Dinge nicht sagen, weil du kannst es nur in einen Vergleich setzen. Weil sonst bist du. Es ist herrlich. Was seid ihr für Vorbilder? Was zeigt ihr den Kids da draußen? Es wird Zeit, dass sich einiges ändert hier. Oh. Ach. Baum des Lebens oder was? Yes, yes, ja. Ja? So. Ja. Du hast es schon gesehen. Was hast du beim ersten Mal sehen gedacht? Ich fand es schön aggressiv, so, aber so... also nicht aggressiv, aber halt, ja, was soll ich das sagen, gut verpackt irgendwie. Ein emotionales Thema, das uns alle angeht quasi, oder mehrere Themen, in einen guten Kontext verpackt, mit einem sehr coolen Video, mit coolen Flow, ja. Ich mag das auch, wie gesagt, hatte ich ja eigentlich schon erwähnt. Das Soundbild gefällt mir sehr, trifft meinen Geschmacksknochen.
Das schneide ich raus. Und ja, eigentlich kann ich da nicht mehr großartig zu. Ja, eigentlich thematisch ist es halt stumpf. Es ist stumpf. Wer es nicht fühlt, was er da sagt, wird abschalten. Gut, weil jeder hat seine Zielgruppe. Auf jeden Fall. Würde er ansprechen. Damit. Ja, aber guck mal, weißt du, was ich meine? Du bist auf eine Art und Weise doch sozial kritisch. Mhm. Und dann denke ich mir wiederum, was willst du mit deiner Sozialkritik erreichen? Willst du die ansprechen, die auch sozialkritisch denken? Oder willst du die und einfach nur die den Material geben, damit die das ahnen, weil die das gerade abverlangen? Oder möchtest du Menschen ansprechen, die Dinge noch nicht wissen und denen du eventuell was mitgeben willst? Wie willst du das denn machen? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht, aber dann, guck mal, aber im Umkehrschluss sagst du dann mit, es geht nicht, dass man eigentlich nur Menschen bedient mit dem, wo die gerade sind. Ja. Ja, du kannst, nee, das stimmt nicht ganz. Es kommt ja auf die Offenheit und den Grad der Offenheit der Menschen an, die deine Zielgruppe sind. Ne? Also jetzt Leute in diesem Kaliber könnten auch verkraften, wenn er noch etwas sagt, was, noch nicht für, also was für die breite Masse, in Anführungsstrichen, die breite Masse seiner Zuhörerschaft noch nicht so bekannt ist oder worüber er sich Gedanken macht. Ne? Also kontroverse Themen sind dann sowieso ja beliebt, also von daher ist es okay. Für andere Leute wie Keanu zum Beispiel ist es nicht so einfach, so konkret zu werden. Ja, aber dann... So konkret zu werden, aber ich behaupte, so ein Keanu hat mit so einem Song mehr erreicht als das, was er macht. Auf seine Art und Weise gibt er kritische Themen an Zuhörer weiter, die normalerweise einfach nur Rap hören, weil um Rap zu hören, weißt du? Was sagst du zu Weck mich auch von Samuel Deluxe? Sagst du, das ist ein konkretes Ding oder sagst du, es ist eher so ein Keanu-Ding? Wie meinst du das? Naja, es ist eher ein konkreter Rap, so wie von Skogan. Oder ist es eher so allgemein bezogen auf das, was alles so abgeht, so wie bei Keanu? Wo würdest du denn den Song einordnen? Das ist so ein Zwischendrin, weil ja. Da sagt er auch so, ey Schröder, sag mir mal an. Ja, genau. Guck dir die Jugend mal das an. Das denke ich nämlich auch. Also es geht schon. Und es war aber auch eine andere Zeit. Ja, es war halt eine andere Zeit. Die Leute sind halt, entweder sind die Hardliner, Skogan-Level, weißt du, und bingen Infowars, bis die Menschengruppen nicht mehr ganz so sehr mögen. Oder sie sind weichgespült und denken sich so, verpisst euch alle, ich möchte gar nichts von euch hören. Ja, ich meine, was willst du machen? Das ist halt der schmale Grat. Deswegen sage ich ja, dass ein Keanu wesentlich mehr erreicht mit seiner Art von Sozialkritik. Mhm. Weil er streut Themen rein. Ja, also es könnte sein, dass der Song, den er gemacht hat, auf jeden Fall mehr Kids prägt. Also so Kids, ne? Was weiß ich, 14, 15, 16 oder so. Auf jeden Fall Kids, Jugendliche. Na, so wie uns damals von Samy Deluxe Weck mich aufgeprägt hat. Ne? So ein bisschen... Den Vergleich finde ich aber auch schwierig, weil damals, für mich kommt Hip-Hop immer noch aus einer sozialkritischen Richtung. Zumindest habe ich das immer so wahrgenommen, seit dem Tag, wo ich Hip-Hop angefangen habe zu hören. Mhm. Und dann kamen halt Bitches, Money und Autos. Deswegen war Samy Deluxe auch immer, ja, das war ja schon sozialkritisch. Deswegen war er auch sozialkritisch, als der Song dann da war und im Pop-Kosmos stattgefunden hat. Sind dann Menschen darauf angesprungen, nach dem Motto, oh, das ist ja jetzt hier was... Kritisches, was dein Rapper von sich gibt. Für mich war das alles überwiegend immer kritisch, was Rapper von sich gegeben haben, zumindest zu dem Zeitpunkt. By the way, guck mal, Contra K, Social Media. Ist der neu? Oder ist der älter? I don't know. Aber so passt gerade irgendwie so ein bisschen rein. Naja. Skogan, eure Stars. Ich mag den Sound, textlich. Ja, ich bin jetzt kein Infowars-Fan, deswegen ist das meiste für mich schon eigentlich ein Kaugummi ohne Geschmack. Ich kann es mir geben und kann im Hintergrund laufen. Das ist so. Ich gebe sie 6,5 Punkte. Ja? Mhm. Ich
glaube, wenn ich jetzt noch, wie heißt es denn nochmal? Wie heißt nochmal diese Streaming-Plattform mit diesen grünen Dingern und den Strichen durch? Spotify? Ach ja, Spotify. Wenn ich das noch hätte, dann würde ich da bestimmt den Song auch von Skogan in meiner Playlist haben. Also ich würde sagen 8 Punkte. 8 Punkte? Ja. 6,5 Punkte? Ist auch mein Ding, ich mache auch so ein bisschen mehr konkrete Musik. Dann sind das, meine Mathe-Skills, 7,25 Punkte. Dafür kriegst du eine 1. Geil, Mann. Dankeschön. Ja.